Sonnabend früh bei der NTT Risa GmbH. NTT steht für Nemesis the Trader, zu Deutsch die Händler. Diese Firma hat sich auf das Sammeln und den Verkauf von Wertstoffen spezialisiert. Seit 2007 kann man hier Papier, Glas und andere recycelbare Wertstoffe abgeben. Für jedes Kilogramm Papier gibt es 5 Cent. Flaschen können ebenfalls abgegeben werden, für einen halben Cent pro Kilogramm. Also die Grundidee für den Betrieb entstand eigentlich mit der Gründung der Firma 2002 als Beräumungsfirma. Bei den Beräumungen sind halt immer wieder Wertstoffe angefallen, wo wir gemerkt haben, dass man eigentlich für den Wertstoff Geld bekommt, was eigentlich zu schade ist, um das Ganze eigentlich wegzuwerfen. Und so ist eigentlich der Verwertungsgedanke im Ganzen entstanden. Die NTT Risa GmbH handelt mit insgesamt 115 verschiedenen Wertstoffen. Angefangen bei Papier über Kupfer bis zu hochwertigen Edelmetallen. Jährlich kommen über 1000 Tonnen Wertstoffe in der Annahmestelle Risa zusammen. Tendenz steigend, denn immer mehr Leute nutzen die Möglichkeit, ihre alten Sachen zu Geld zu machen. Also bei uns kommt alles theoretisch das an, was im privaten Haushalt nicht mehr gebraucht wird, was ausgemustert wird. Beginnen vom alten Nummernschild, von der Autoabmeldung, über einen alten Motor, Waschmaschinenmotor oder eine kleine Kupferspule, die irgendwo drin war. Hallo. Auch Großkunden wie ein Wertstoffhof aus Meißen bringen ihren gesammelten Elektronikschrott nach Risa. Neben Netzteilen, Grafikkarten und Festplatten landen hier elektronische Bauteile aus alten Fernsehern und Videorekordern. Doch Leiterplatte ist nicht gleich Leiterplatte. Aufgrund der in ihnen steckenden Metalle wie Gold, Silber oder Kupfer werden sie in verschiedene Klassen eingeteilt und sortiert. Also die Klasse 1, sagen wir, das ist das Hochwertige, davon kommt doch nicht die Menge. Dann gibt es noch eine Klasse 2, die haben wir heute leider nicht hier, die kommt aus dem Telekommunikationsbereich, also sprich Server, Switche und Umschalter. Und dann gibt es noch die Klasse 3, das ist die Haushaltelektronik, die braunen Platinen sozusagen, das ist die schlechteste Klasse. Häufig enthalten ältere Leiterplatten mehr Edelmetalle als moderne. Die Platine zum Beispiel ist aus DDR-Zeiten. Der Steckerkontakt wurde von RFT hergestellt, hat einen Grund aus Palladium. Obendrauf ist eine Goldbeschichtung. Die Chips haben Gold, Silber, Palladium innen drin, sind aus Keramik hergestellt, also auch verhältnismäßig hochwertig. Die Wertstoffe werden nicht nach Stückzahl, sondern nach Gewicht abgerechnet. Das Geschäft mit elektronischen Bauteilen lohnt sich hauptsächlich für Großkunden. Für 1 Kilogramm Platine der Klasse 1 werden 5 Euro bezahlt. Für Platinen der Klasse 3 hingegen 20 Cent. Die Trader kaufen auch private Schmuckgegenstände und Sammlerstücke an. Der Wert der angekauften Gegenstände wird mit Hilfe modernster Technik im eigenen Analyseraum bestimmt. In diesem speziellen Fall hier tun wir eine Münze vom Kaiser Wilhelm prüfen. Wir wissen eigentlich, dass diese Münze 90% Goldgehalt hat, also 21 Karat. Prüfen das aber immer wieder, da des Öfteren schon Fälschungen oder Nacharbeitungen davon aufgetaucht sind. Und deswegen tun wir in dieser Maschine eine Überprüfung vornehmen und mit Hilfe von Röntgenstrahlen die Echtheit der Münze, der Zusammensetzung bestimmen. Mit dem Massenspektrometer kann man die exakte Zusammensetzung der Probe bestimmen. In diesem Fall ist die Münze echt. Aufgrund des technischen Fortschritts lassen sich immer mehr Stoffe wiederverwerten. Und so gibt es auch in Zukunft für die Risaer Händler genug zu tun.